herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und schau mal, Epic, wir machen heute wieder ein süßes kleines Baubattle. Ist gar nicht so klein heute. Ist schon riesig. Also im Vergleich zu dem letzten Mal ist schon riesig. Denn wir werden heute ein Schwimmbad versus ein Kino bauen. Ist sehr gegensätzlich. Aber es sind Freizeitaktivitäten, die man machen kann eventuell. Und jetzt kommt erstmal die große Frage. Du sagst einfach irgendwas, ja? Was meinst du zu machen davon? Also ich möchte das Kino bauen. Okay, du machst das Kino, dann mache ich das Schwimmbad. Okay, nice. Ich habe schon eine kleine Idee. Also ich werde auf jeden Fall so ein größeres Becken machen, das auch tiefer ist. Dann noch so ein Kinderbecken. Dann brauche ich Umkleiden. Vielleicht mache ich eine kleine Pommesbude. Und ich brauche einen Zaun oder sowas. Oder irgendwas anderes. Okay, das wird nice. Weißt du schon, wie du es machen möchtest? Also so ein bisschen. Ich habe schon eine sehr gute Idee, wie ich mein Kino bauen werde. Und Katja, du könntest für dein Schwimmbad vielleicht noch einen Sprungturm bauen. Ja, dann eine Rutsche, eine Rutsche. Oh mein Gott, ja, ich mache eine Rutsche. Okay, okay. Ich weiß es schon, wie ich das an sich so machen möchte. Ich werde so ein L machen, glaube ich. Ja, doch. Ich werde also von hier vielleicht bis... Ah, es muss ja schon ein bisschen Platz sein. Bis hier. Und dann muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich das genau mache. Und dann wird das hier halt so ein L, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann ist hier so der Rest. Umkleide, Pommesbude und so weiter. Okay, dann mache ich jetzt erstmal ganz grob hier den Umriss, weil das ist gar nicht spannend. Und dann hoffen wir mal, dass es einigermaßen schnell passiert. Oh Gott, ich hasse das. Man weiß nie, auf welchem Block man irgendwie ist, so teilweise. Weißt du, was ich meine? Oh, das stimmt. So und so. Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt wirklich schon eine richtig doll gute Idee, wie mein Kino aussehen wird. Und ich glaube, die wird so richtig, richtig doll gut gefallen insgesamt. Echt? Oh nein. Ja, Kino ist auch nice. Ich meine, du brauchst coole Sitze, du brauchst einen coolen Vorhang. Das kann man aber alles aus roter Wolle machen, das ist nicht so das Problem. Und dann halt vielleicht so eine kleine Popcornmaschine und so ein bisschen so Snacks und alles. Und dann ist es eigentlich auch schon ganz cool. Okay, und dann muss ich nochmal überlegen. Ich denke, hier in die Richtung, also von hier nach da, da wird dann die Wasserrutsche sein. Okay, ja, ich mache jetzt erstmal den Umriss, weil sonst sind wir hier noch Ewigkeiten. Also so stelle ich mir das Ganze vor. Ich habe es jetzt auch schon mal ausgefüllt mit Quarz. Wir könnten unten noch ein bisschen Glowstone reinmachen. Auch wenn ich denke, dass meine Helligkeit hier so hoch eingestellt ist, dass man es eh nicht sehen würde. Aber naja, okay. Bevor ich jetzt irgendwas reinfülle, machen wir erstmal den Rest. Und ich habe hier so ein bisschen das Problem, dass ich hier so ein bisschen wenig Platz habe. Aber egal. Findest du einen Zaun besser oder findest du Gras, so Gräser, also so Läuber, wie auch immer. Halt Gräser besser als Abtrennung. Oder vielleicht so eine Hecke. Ja, Hecke. Ja, meine ich damit, ja. Das ist eine gute Idee. Okay, dann machen wir so eine zwei hohe Hecke. Ja, rechts ist ein bisschen blöd. Du musst dir vorstellen, ich kann es dir gar nicht erklären. Mein Schwimmbad, also mein Schwimmbad, endet halt genau... Ja, so, dass ich keine Hecke da mehr hinmachen könnte, dass man, also man kann da nicht mehr raus, ich kann es nicht erklären, wie auch immer, ich mache da trotzdem eine Hecke hin und dann mache ich auf jeden Fall, also die Pommesbude mache ich hin, da brauche ich vielleicht auch noch Toilettenumkleide, ich brauche so, oh, so nice, ich kann so Duschen hinmachen, so öffentliche, weißt du, wo man sich einmal kurz abduscht, das ist nice. Und ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, aber bei meinen Schwimmbädern war es immer so, dass wenn du da dich davor abgeduscht hast, da war auch immer noch so Wasser für die Beine. Weißt du, was ich meine? Stimmt, oder war das so bei mir? Auch, ja, aber ja, damit man, glaube ich, weiß, dass es kalt wird. Bin mir gerade sehr unsicher. Aber auf jeden Fall war das, glaube ich, bei mir damals immer so. So, dann machen wir hier einen coolen Eingang hin. Eine Kasse wäre auch ganz cool auch noch. Und ich denke, dann passt das so vom Gesamtblick ganz gut. Die Hütten mache ich alle aus Holz. Dann haben wir so einen größeren Eingang. Und ich mache den Weg aus Kies, glaube ich. Okay, Moment, Balkata. Ich mache hier auch gerade ein bisschen, Deko in mein Kino rein. Und ich glaube, du wirst richtig doll überrascht sein, wie mein Kino aussieht insgesamt. Echt? Okay. Ja. Oh nein, nicht, dass du schon wieder was komplett anderes machst, wie beim Shopping Center. Ich kann mich daran noch erinnern. Was soll das denn? Guckt mal, Leute. Wir haben jetzt hier so eine wirklich ganz, ganz kleine Kasse. Mega cute. Dann könnte ich hier noch eine kleine Kasse natürlich auch hinsetzen. So. Und dann halt die Eintrittskarten. Hat man Eintrittskarten bekommen? Ja, man hat Eintrittskarten auf jeden Fall bekommen. Dann machen wir hier noch Slabs drüber. Und dann könnten wir noch so eine Trapdoor hin platzieren für den Eingang. Nebendran kommt dann noch die Pommesbude und alles hin. Also ich glaube, es wird sehr cute. Aber ich bin gespannt, bei wem es cuter ist. Machst du denn was Offenes?
Oder was Zunes? Kannst du uns das verraten? Das bleibt eine Überraschung. Ja, dann denke ich, du machst ein, ich denke, vielleicht machst du so ein offenes Kino, wo man halt, also ich kann es schwer erklären, so ein Freiluftkino, wo man halt, oder du machst ein Autokino. Du machst ein Autokino. Ich sag gar nichts. Du machst ein Autokino, natürlich machst du ein Autokino. Ey, das ist auch eine gute Idee an sich. Ja, vielleicht stimmt's ja auch nicht. Wer weiß das schon. Vielleicht baue ich auch nur ein Schiffskino. Ein Schiffskino? Ja. Gibt's das überhaupt? Okay. Ja, okay. So, Moment mal. Soll ich die Rutsche aus einem anderen Block machen als aus Quarz? Ja, oder? Machen wir die bunt. Oder machen wir die nicht bunt-blau? Also aus Lapi vielleicht? Und dann habe ich das. Okay. Okay, den Beamer habe ich jetzt auf jeden Fall platziert in meinem Kino schon. Beamer? Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich hier so eine Rutsche machen soll, um ehrlich zu sein. So, dann geht man hier hoch. Dann geht's hier irgendwie so. Und dann hat man hier so Pfeiler. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, Moment mal. Also, ganz kurz. Ich habe meine Rutsche fertig. Die geht jetzt nur geradeaus. Ich dachte erst, ich mache so ein Swing rein, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber es hat irgendwie nicht so gut geklappt. Dann mache ich jetzt hier die kleine Pommesbude hin, weil die Pommes, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, die Pommes im Schwimmbad sind die allerbesten immer gewesen. Auch wenn ich momentan, glaube ich, erstmal nicht ins Schwimmbad gehen würde. So im Generellen ist einfach nicht mehr so mein Ding geworden. Aber die Pommes, die waren immer nice. Und auch alles andere eigentlich war immer sehr nice. Epic, wie weit bist du? Ich habe jetzt auf jeden Fall hier schon mal, naja, alles gebaut, wo man sich hinsetzen kann insgesamt. Die Leinwand habe ich auch schon gebaut. Dann habe ich hier am Anfang schon die Kasse gebaut, wo man sich die Tickets holen kann. Ja. Und natürlich auch, wo man sich Popcorn kaufen kann und was zu trinken. Okay. Ja, das passt. Also ich habe, Kasse, dass du es gesagt hast, war ganz gut. Ich mache jetzt hier nochmal einen Boden bei mir rein. Ich bin gerade bei der Pommesbude. Da kommt dann auch noch natürlich noch so ein Herz rein und alles andere. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich nehme einfach Cobblestone. Oder nehmen wir was anderes. Nehmen wir Stonebricks eventuell. Vielleicht ist es so ein besserer Stein irgendwie. Okay, Moment mal. Dann nehmen wir den hier. So. Und ich muss so überall noch Wasser reinfüllen. Das habe ich auch ganz vergessen. Vor allem auch auf die Wasserrutsche. Da muss ja auch noch Wasser hin. Ja, ja, ja. Okay, so. Dann erstmal ein paar Küchensachen. Wo sind sie? Da sind sie. Spüle brauchen wir. Dann so ein paar Regale. Ein Herd, die Herdplatte. Okay, das können wir schon mal hinplatzieren. So, und ein Kühlschrank natürlich. Kühlschrank. Der könnte, es muss ja auch nicht eine Riesenküche sein. Ich meine, das ist auch dann alles gut. Und ich kann noch Schilderchen hinmachen. Oh, das stimmt. Cute. Du, Epic, also ich muss sagen, mein Schwimmbad, das ist ganz schön voll. Ich bin gespannt. Ja, ich mache jetzt hier noch Sprungbretter hin. Da kommt auch noch eins drauf. Dann brauchen wir auch wieder Leitern. Okay, wir haben also einen kommt. Machen wir es vielleicht ein bisschen niedriger. Müssen es ja auch nicht gleich übertreiben. Und ich brauche noch Liegegelegenheiten und vielleicht ein paar Bäume für Schatten. Stimmt. Hast du so eine Liegewiese auch gebaut? Ja, die muss ich noch. Also, so groß war das hier das Ganze auch nicht. Also, ja, ich guck mal, dass ich hier noch ein paar Bäumchen hinplatziere. Hier eventuell, aber das ist schon echt. Oh, das ist schon echt trotzdem. Naja, okay. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Bäumchen hinplatzieren können für Schatten. Dann sieht es aber wirklich voll aus, leider. Sehr voll. So, das passt hier hin. Okay, und dann vielleicht noch so ein bisschen Gras und alles. Das ist wenigstens so ein bisschen. Ach Mann, das ist zu klein hier. Oh nein. Das ist viel zu klein. Ja, egal. Ich mache mit Carpet so ein paar Liegeplätze hin. Also so, wie als würden da halt Handtücher liegen, weißt du? Oh ja, das ist eine gute Idee. Also ich denke, ich könnte dann auch natürlich ein paar Kleinigkeiten platzieren, aber ich werde gleich mal das Wasser reinmachen und dann komme ich auch schon fast zum Ende. Natürlich hier noch so ein paar Parkbänke, Abfalleimer sind voll wichtig, dass hier nirgendwo irgendwo Dreck dann liegt. Hier eine Parkbank könnte noch hin, dass man seinen Kindern vielleicht zuschauen kann, ist ja auch immer ganz cute. Hier könnte auch noch mal eine Parkbank hin und ein Mülleimer. Okay, ja, ich denke, ich werde jetzt anfangen, Wasser zu platzieren. Und dann bin ich eigentlich auch schon so gut wie fertig. Das Schwimmbad, oh, sehr gut. Ja, also Schwimmbad ist natürlich nice, aber ich muss sagen, einen großen Teil davon belegt halt das eigentliche Schwimmbad, beziehungsweise das Schwimmbecken. Das bedeutet, ich kann da gar nicht so viel Nices drumherum bauen, weil das halt so viel Platz schon einnimmt. Aber umso gespannter bin ich natürlich darüber, wie dein Kino dann aussehen wird. Ja, dein Autokino. Nice. Okay, Moment mal, ganz kurz. Jetzt muss ich hier nochmal Wasser platzieren, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll.
Wie soll ich denn hier Wasser drauf platzieren? Vielleicht. Oh je. Vielleicht hier? Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall da nochmal so einen kleinen Aussprung machen. Du wirst niemals verstehen, was ich gerade meine. Aber es ist sehr kompliziert. Und hier geht's dann runter. Ja, okay, die Wasserrutsche funktioniert so, aber. Bisschen kompliziert gemacht. Aber Moment mal. Ja, doch. Sie funktioniert. Und man ist im Wasser. Okay, nice. Dann brauche ich auf jeden Fall noch, kann ich Leitern hier platzieren zum Hochgehen? Oder werden die abgebaut? Oder sieht es dann doof aus? Ja, das sieht total blöd aus. Dann lasse ich das. Oh nee, jetzt ist hier das Wasser auch noch un... Oh Gott. Okay. Das haben wir so, das haben wir so. Vielleicht kann man hier nochmal ein Wasser hin platzieren, dann sieht es auch nochmal schöner aus. Okay, also ich denke, ich bin fertig. Vielleicht können wir noch Boote hinmachen. Boote für die Wasserrutsche. Dann kommen hier ein paar Brötchen hin und wir könnten theoretisch sogar so ein kleines Ding für Tickets machen. Ja, aber müsste gar nicht sein. Dann machen wir da vielleicht auch nochmal so einen kleinen Boden hin, dass der oder diejenige, der halt hier die Tickets verkauft, nicht die ganze Zeit auf dem Gras rumstehen muss. Oh, wir könnten sogar so ein bisschen Sand hin platzieren. Das ist auch cute. Aber ich glaube, es ist zu viel des Guten. Ich denke, es ist fertig. Und ich denke, mein Schwimmbecken ist schon sehr groß, muss ich sagen. Sieht ein bisschen langweilig insgesamt aus. Auch wenn ich da gar nicht so lang für gebraucht habe. Also nicht kurz. Also, du weißt, was ich meine. Du sagst mir dann, wenn du fertig bist, okay? Ich bin fertig. Du bist fertig? Ja. Oh nein, dann vielleicht muss ich ja doch noch was ändern. Das ist... nee. Es ist okay. Es ist nicht das Krasseste, was wir jemals gebaut haben. Aber du kannst dann gerne schon mal rüberkommen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie dein Schwimmbad aussehen wird. Ja. Alligator und... Oh mein Gott. Ich habe immer so Angst, dass du einfach auf der anderen Seite rauskommst. Also du musst dir halt vor Augen halten, dass das Schwimmbecken schon groß ist, okay? Ja. Okay, du kannst dich umdrehen. Und tada, mein Schwimmbad. Ja, wie süß, wie cool. Moment mal. Oh, hier vorne ist auf jeden Fall der Eingang. Ja. Da gibt es hier die Tickets für 2 Euro mit einer kleinen süßen Kasse insgesamt. Okay, um das Schwimmbad drumherum haben wir auf jeden Fall eine kleine Hecke. Oh Gott, wie süß das aussieht denn hier mit den kleinen Teppichen insgesamt. Das ist kein Teppich. Das ist ein Badhandtuch. Ja, meine ich doch. Achso, okay. Schau mal, dann haben wir hier die Pommesbude. Da gibt's Essen und Trinken. Und ja, da kann man sich dann immer was Nices holen. Ansonsten, hier, die musst du ausprobieren. Das ist unsere Wasserrutsche. Und die funktioniert auch, ja. Sehr cool. Und wir haben so ein kleines Sprungbrett für die Kleinen unter uns und ein größeres Sprungbrett, wo man gar nicht richtig drauf kann. Was ist da denn los, Katja? Oh nein, Moment mal. So, jetzt funktioniert's. Ja, tipptopp. Und jetzt kann ich auch von hier oben runterspringen. Oh, dein Schwimmbad gefällt mir richtig doll gut. Und vor allem dein Schwimmbecken ist ja riesen doll ja, groß. Ja, vielleicht hätte ich es ein bisschen kleiner machen können. Ich habe auch komplett vergessen, die verschiedenen Höhen reinzumachen. Ja, okay. Stimmt. Bei mir gibt es ein paar Minuspunkte, muss ich schon sagen. Oh, weißt du, was ich hätte machen können? Ich hätte so Stufen machen können. Weißt du, dass manchmal im Schwimmbad gibt es so Stufen, wo man dann so runtergeht. Ja, okay. Vielleicht habe ich nicht an alles gedacht. Mal gucken, ob du bei deinem Autokino an alles gedacht hast. Ja, so. Du darfst dich umdrehen. Und... Oh. Okay, Moment mal. Also, hier ist der Eingang. Ja. Wie cool ist das denn? Okay, dann kann man hier jetzt erstmal sich Tickets holen. Okay, hier ist eine Kasse. Ja. Okay. Dann ist hier natürlich die Einlassschranke. Dann gibt es hier Milch und Popcorn zu holen. Und hier sind ganz viele kleine Autos. Wie süß. Ja, die ganzen Autos. Ja, gucken sich hier den Film an. Und guck mal, Kater, soll ich den Vorhang öffnen lassen? Ja, mach mal. Der Film! Ja, schon stark. Schon stark. Und hier oben ist der Beamer. Schau. Wo ist der Beamer? Hier ist der Beamer und der strahlt hier auf die Leinwand. Lol, was ist das denn eigentlich? Hey, das ist der Beamer. Das ist der Beamer. Ist schon nice. Jetzt müsste es nur noch dunkel sein, dann wäre es noch realistischer irgendwie. Machst du es dunkel? Ja. Oh nein, aber dann, ja, okay. Ja, ist schon... Gute Nacht. Es ist nicht dunkel. Jetzt sieht's aus, als wäre es richtig. Jetzt sieht's richtig cute aus. Oh Mann, ja, mir gefällt deins viel besser. Meins ist dagegen voll langweilig geworden. Meins ist halt so 0815 Schwimmbad, weißt du? Aber ich finde dein Schwimmbad auch süß. Ja, es ist süß, aber nicht so gut wie deins. Aber Leute, ihr könnt gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Würdet ihr lieber in Epics Autokino gehen mit dem nicen Film über... Ja.
Äpfel, Bäumchen und der Sonne. Oder in mein Schwimmbad mit der neuesten Rutsche und den Sprungtüren und der Pommesbude. Stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.